So, jetzt geht's ab. Standgeräusch 82 dB. Standgeräusch 82 dB. Fahrgeräusch 89. Ja, liebe Spindelmeer-Freaks, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Mehrvergleichs Toro gegen John Deere. Wir haben richtig, richtig gute Verhältnisse für einen super harten Schnitttest. Ja, was sieht man hier? Hier sieht man also, hier hat er zum Beispiel voll den Halm stehen lassen. Der war zu lang. Hier auch ein Halm. Hier auch ein Halm.
Also man sieht hier sehr schön, dass doch einige Halme stehen geblieben sind. So, jetzt holen wir Johnny raus und mähen direkt eine Bahn daneben. Und dann werden wir es wissen. Zack. Und jetzt mäht er. Gut, schauen wir uns das Mähbild vom John Deere an. Erster Eindruck. Ja. Besser. Deutlich besser. Deutlich besser. Das ist schon krass. Wesentlich gleichmäßiger. Er lässt auch lange Gräser stehen, aber sehr viel gleichmäßiger. Hier dieses hohe Gras. Das kriegen die nicht mehr gemäht. Hier sind schon die einzelnen Halme richtig rausgewachsen. Das ist hier die Ursprungsfläche. Wenn ich hier mal so reingehe, dann habe ich hier so Halme 4 cm, 4,5, ja, 4,5. Oh, guck mal, hier ist zum Beispiel ein langes Gras. Das ist schon richtig rausgewachsen. Das ist schon auf 8 cm. Also 8 cm kann so ein Mäher nicht mehr mähen. Das muss ich mit dem Sichelmäher erstmal abmähen. Was machst du denn hier, Rasenfreak? Das sind so 4, 4,5. Und jetzt gehen wir mal auf die gemähte Fläche. Das ist jetzt die John Deere Fläche. Gut, da haben wir hier, ja, der mäht so 2 und er lässt eben auch 3. Hier mal so ein 5er, lässt er einfach stehen. Aber so insgesamt ist die Fläche so zwischen 2 und 2,5 cm tief gemäht. Also die 16 mm macht er nicht, weil er eben wegen den durchgehenden Rollen, Walzen, den vorderen und hinteren Rollen, weil er wegen den Vollrollen vorn und hinten einfach auf dem Rasen aufliegt und ein bisschen hochgedrückt wird. Das ist halt nicht, wenn ich jetzt bis zum Boden messe, hier mit dem kleinen Messinstrument, wenn ich bis zum Boden messe, dann ist das halt ein bisschen tiefer. Jetzt gehen wir zum Toro und gucken uns das an. Das ist die Torofläche und der ist tatsächlich etwas tiefer, bis maximal 2 cm. Also diese Fläche ist leicht tiefer gemäht, aber er lässt eben viele Halme bis 3, was haben wir hier, 4, hier auch ein ganz langer 5. Also die langen Helme lässt der Toro einfach stehen. Das geht eben nicht. Man muss bei solchen Spindelmähern, hier in diesem Fall mit 11 Messern, muss man öfters mähen. 2 bis 3 Mal die Woche. Das habe ich jetzt wieder nicht getan. Die ganze Woche nicht gemäht. Und dann sind die langen Halme nicht mehr abzuschneiden. Jetzt werden wir nochmal gegenmähen. Also nochmal in die andere, entgegengesetzte Richtung mähen. Um zu versuchen, nochmal ein paar mehr Halme abzumähen. Und dann gucken wir nochmal. Aber jetzt kann ich schon sagen, Toro mäht ein bisschen tiefer. Lässt mehr Halme stehen. Das liegt daran, weil die Toro-Spindel total verschlissen ist. Die Spindeln haben ja einen Durchmesser und beim Toro ist der so ein ganzes Stück kleiner, weil die Spindel komplett an der Verschleißgrenze ist. Und natürlich, je kleiner denn auch die Abstände zwischen den Messern, desto schlechter die Aufnahme der Gräser. Die John Deere Spindel ist perfekt, die ist noch wunderbar in Schuss, die hat noch genug Rest. Schleifmaterial, also die kann man noch oft genug nachschleifen. Immer ganz klar, je größer der Abstand zwischen den Messern, desto besser kann auch der lange Grashalm eingefädelt werden und abgeschnitten werden. Tja, ganz klares Fazit, der John Deere schneidet das Gras besser. Der Toro schneidet tiefer. Gut. Ja, jetzt gucken wir uns mal das Mähbild an. Also das sieht schon ganz anders aus. Der Toro hat jetzt noch eine ganze Reihe von Grashalmen nachgeschnitten. Ja, ein paar lange Gräser sind hier auch noch da. Aber insgesamt ist das ganze Schnittbild schon deutlich, deutlich besser und gleichmäßiger. Nicht schlecht. Aber das sieht natürlich
auch sehr gut aus. Man merkt wieder deutlich, der Schnitt vom John Deere ist insgesamt etwas höher. Ja, so ein einzelnes Gras lässt da auch stehen. Ich finde, jetzt ist der Unterschied zwischen hin und zurück nicht so deutlich. Also er hat immer noch hier die langen Halme stehen gelassen. John Deere gegen Tow ist beim Gegenschnitt, naja, bis auf diese super langen Halme hier, kann er ganz nichts machen. Beim Gegenschnitt schlägt sich der Tow nicht schlecht. Also das sieht wirklich nicht schlecht aus. Fazit des Mähbildvergleiches: im Einzelschnitt Toro verloren. Im Doppelschnitt Toro leicht vorne. Interessanterweise, da spielt jetzt wahrscheinlich doch die geriffelte Vorderrolle eine entscheidende Rolle. Der Gegenschnitt vom Toro ist etwas besser als der John Deere. Beide lassen halt Halme stehen. Man muss viel, viel öfters mähen, ne? 4,5 cm auf 16 mm, auf 20 mm, auf die Hälfte runtergemäht, ist zu viel. 24 durch 3, 8, ein Drittel abgemäht, sind dann 17, ja, also 24, 25 cm. Mehr, höher dürfte das Gras gar nicht sein. Das Gras, was wir jetzt haben, ne, ohne die langen Halme, das müsste schon wieder gemäht werden. Dann halten wir die ein Drittel-Regel ein. Ja, liebe Spindelmäher-Freaks, das war's hier mit dem großen Mähervergleich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich kann mich wirklich nicht richtig entscheiden. Ich finde, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, jetzt kommt das Fazit. Ich finde den Toro einfach mega schick. Ich finde klasse, wie der auf dem Rasen steht. Ich finde die rote Farbe toll. Ich finde die ganze Formgebung klasse. Ich finde auch die Spindelaufhängung sehr gut. Der John Deere mäht besser, der John Deere ist geländegängiger, der John Deere ist ergonomischer. Alles Vorteile für den John Deere. Beim John Deere muss man echt schauen, dass man die Spindeln hochnimmt, bevor man um die Kurve fährt. Entscheidung, Toro! Ja, ich werde wohl den Toro behalten. Und dann nochmal mit der 8 Messerspindel schauen, darauf umrüsten, eine neue Spindel einbauen. Das war's mit dem Mähervergleich, Profi-Mähervergleich beim Rasenfreak. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt, was ihr noch für Fragen habt. Ich versuche alles zu beantworten, sobald ich den Termin nicht schaffe. Bis zum nächsten Mal. Euer Rasenfreak Andreas Kraus. Tschüss!